Heavy? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe die jetzt einfach so gemacht. Danke. Damit musst du jetzt aber gleich mal ein paar Dias hier erstmal farmen. Ja. Ne? Weil sonst hast du nachher wieder nichts. Guck, dass du dir schnell Dias holst und dir eine Rüstung machst. Ich muss mal meine Hühnerfarm endlich mal. Nur damit du Bescheid weißt, ich habe alle meine Level für die aufgebraucht, nur um das zusammen zu craften und so. Danke, die hat mich, drei Diamanten gekostet und 35 Level. Ich kann dir gerne die Dingens wiedergeben. Brauchst du nicht. Heb dir die Diamanten auf. Heb dir die Dias auf und mach dir mal lieber eine Rüstung mit Mending drauf. Okay. Dann stirbst du nämlich auch nicht mehr. So, der Skrinlex spendet 1 Euro. Ich finde Animation von Patrick witzig. Freut mich, dass sie dir gefällt. Wann repariert die sich denn selbst? Immer oder? Sobald du XP sammelst. Ah, okay. Das ist cool. Ja, das ist sehr cool. Das ist eine, die beste, die man haben kann, ne? Fortune, Efficiency, ja. Besser geht's nicht. Geiles Ding. Danke, Kevin. Kein Problem. So, magst du Dimitri Vegas und Like Mike? Die machen gute Musik, aber das meiste von denen ist geklaut von kleineren Künstlern. Muss man ganz ehrlich sagen. Die haben sich sehr wenig Sachen bis gar nichts Neues einfallen lassen selber. Alter, jetzt werden die ganze Zeit hier voll die Bienen gepostet. Unter meinem Hashtag. Ich sehe die ganze Zeit die Bilder, die reinkommen. Irgendwelche Bienen, ey. So, jetzt ist der Bogen repariert. Dankeschön, Just Master, für deine Spende von 1 Euro. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Leute. Ach ja. So. Dann wollen wir mal hingehen und ein paar Hühners hier verteilen. Oh, hier haben wir aber ordentlich Pfeile, ey. Dann nehme ich mir mal einen von weg. Den Rest tue ich mal hier rein. Kisten. Mickey, mein nochmal 1 Euro. Kennst du das Lied noch? Katze in der Fensterbank? Ja, natürlich kenne ich noch. Ich zeige ihnen Blumen. Ich zeige ihnen Blumen. Oh, da ist die Katze in der Fensterbank. Die Katze in der Fensterbank. Ich zeige ihnen Blumen. Kennst du das Lied auch, Early Boy? Nee, das haben wir nichts. You and I, you and I, beautiful like diamonds in the sky. So, und da kam noch mal eine Spende rein von Maximilian. Vielen Dank für deine Spende von 1 Euro. Und Sabine, der Schwule, Dankeschön für die Spende von 1 Euro. Du hast meine 2 vorhin nicht bemerkt und ich grüße den Reini. Dankeschön. Ja, wie gesagt, ich kann nicht alle Spenden vorlesen. Ich versuche immer was zwischendurch zu sehen, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier rumbrabbeln. Weil das stört auf Dauer den Early Boy, seine Zuschauer und ihn selbst. Na, da musst du ein bisschen Verständnis für mitbringen, Leute. Anders geht das nicht. So. Brauch nur noch eine Silk Touch Spitzhacke. Ja, bitte. Moment. Okay. Alter, Biene. Du tust mir leid, Early Boy. Jetzt hast auch so viel ja, wie Kevin von mir bekommen. Viel Spaß noch. Biene, ohne Scheiß, riesengroßen Dank an dich. Der hat mir schon wieder 50 Euro gespendet. Alter, krass, ey. Danke. Wirklich riesengroßen Dank. Du solltest vielleicht mal auf Tippi vorbeischauen. Da hast du vielleicht noch ein bisschen mehr von. Wenn du Bock hast. Mal ganz kurz was gucken. Leute, ich muss mal ganz kurz jemanden anschreiben. Von meinem Kollegen. So, ich habe gerade mit Kevin geschrieben und gesagt, ich würde gleich gerne mal auf Rainbow Six wechseln. Also ich wollte noch ein bisschen Craft Attack zocken. Oh, warte mal. Alter. MS Seenot spendet 30 Euro. Er schreibt GG 10k. Viel Spaß noch bei deinem Stream von MS Seenot und Rise Like Fire und deinem Bauteam. Macht immer Spaß mit dir zu reden, zocken. Freut mich auf jeden Fall. Muss dann auch ganz klar sagen, Leute, nochmal ganz kurz, ne? Also wir haben momentan echt ein richtig krasses Bauteam am Start. Die geben unnormal Gas. Die sind da gerade im Hintergrund was richtig, richtig Großes am Erschaffen.
Finde ich schon echt krass von denen, auf jeden Fall. Oh, Moment. Ja, mein Kollege hat mir gerade zurückgeschrieben, weil ich will nachher noch ein paar Kollegen dazu holen für den Livestream. You and I were beautiful like diamonds in the sky. So, dann gehen wir mal schnell hier rein, dann schauen wir mal ganz kurz, was er geschrieben hat. Kann den umschulen, nein, nein. Okay, der ist gerade noch auf der Feier. Ja, wie gesagt, Freitag ist immer ganz schwierig. Der ist gerade feiern, mein Kollege. Dann der Paul spendet 1 Euro. Hey Kevin, bin immer noch dabei. Versuche lange wie möglich mitzumachen. Kannst du nochmal Julian und Roman grüßen? Bester Streamer. Ja, oh Gott. Schöne Grüße an die beiden. Spenden sie, stimmt. Können wir mal reingucken? Das kann nicht sein. So, wann wird der PC verlost? Im Laufe des Streams irgendwann dann. Ich sehe es gerade nicht. Könnt ihr mal schreiben, wie viel noch fehlt? Ich kann das nicht sehen, das ist nämlich zu klein bei mir. Ich will das nicht. So. Weiß auf jeden Fall, wo ich jetzt nochmal hingehe. Und der Aroa HD. Er ist seit 50 Sekunden dabei. Dankeschön. Für deinen Support. Arifari, Dankeschön auch an dich für deine Euro. Willkommen. Schön, dass du da bist. So. Oh Gott. Tonight, you and I. Kevin. Boah, das ist richtig ruhig in Craft Attack, ne? Ja. Wo sind die denn alle? Die sind bestimmt alle auf dem Weihnachtsmarkt und so. Wahrscheinlich. Ich hab gedacht, Freitagabend hier so, richtig viele von euch sind am Start. Jetzt sind alle feiern, ey. Ja, wahrscheinlich. Die machen sich halt ein Chilling. Holy Boy ist der Einzige, der mich hier unterstützt gerade. Ja. Guck, wie nett ich bin. Ja, dafür hast du ja auch eine gute Spitzhacke jetzt bekommen, als Dankeschön. Alphastein. Early Boy, kennst du Alphastein? Ja. Hier klingt jetzt nicht so begeistert. Finn, Dankeschön für die Spende von 1 Euro. Ich kann ihn gerne, wenn du willst, mal hier hinholen. Nein. Maximilian spendet 1 Euro. Bitte Kappa-Song, Hashtag Fischarmee. Ja, wir werden gleich den Kappa-Song dann nochmal gerne hören. Auf gar keinem Fall mache ich das jetzt erstmal, weil wir hatten den jetzt gerade, weißt du, vor einiger Zeit. Und danke, zu oft ist das doof. Für deine Spende, der zarte Peter. Pate, nicht Peter. Zarte Pate, danke. Der zarte Peter, Alter. Danke für deine Spende. Oh. Alter, hier ist Volksversammlung, du. Oh, okay, ja. Komm mal hier. Ist es bei mir in der Nähe? Nein, ich bin jetzt gerade woanders hin, in eine andere Welt. Ach man, können das nicht alles Dorfbewohner sein? Ich habe so 10 Zombies gerade hier. What? Okay. So. Wo bist du denn? Ich wollte jetzt eigentlich helfen. Ich habe das hinten schon fertig, was ich machen wollte. Och, Kevin. Ja, du warst zu langsam, Early. Ich dachte, das dauert länger und so. Deswegen haben wir mir kurz noch Zeit. Nee, für das andere brauche ich viel mehr Erde jetzt. Ich muss dafür Erde erstmal farmen. Kevin, Mensch. Ey, die haben die Sounds aber von allem Möglichen ein bisschen angepasst, ne? Mhm. Die XP-Sounds hören sich auch anders an. Frommarsch! Lass Frommarsch! Frommarsch! Ja, Frommarsch! Finde ich aber sehr geil. Alphastein wird wenn morgen kommen, Leute. Wenn der liebe Revi mit am Start ist. Engelchen, danke fürs Subscriben. Bin ich geschmeidig. So, und dieser Olle, 1 Euro, haha, nerv dich langsam, nö. Wenn du mir Geld spendest, nervst du mich nicht damit. Ich glaube, das wäre auch schlimm, wenn man sagen würde, es nervt, wenn jemand Geld spendet, oder? Ja. 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 Dann kannst du dich ruhig darüber beschweren, dann lässt du dir überlassen. Dann hast du ja auch genug Geld. Yep. Obwohl, ich glaube, man kann nie im Leben genug Geld haben, oder? Hm, doch. Guck dir Mark Zuckerberg an. Der hat doch irgendwie 50 Milliarden jetzt gespendet. Also ich muss ehrlich sein, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich mich auch richtig so für irgendwelche guten Zwecke engagieren, weil dann hast du ja die Zeit dafür, weißt du? Hey, Moment, was soll das denn? Ich habe wenn man so viel hat, kann man Einfluss haben. Ich glaube, hier wohnt Riol und der hat hier ein Schild aufgestellt. Ich habe hier ein Schild aufgestellt. Bitte nicht bis hier weiter, weil ich hier mit, noch gerne bauen würde. Und der hat das Schild einfach wieder abgerissen. Was soll das denn? Sag mal, verteilst du überall die ganze Zeit Redstone-Blöcke?
Lieber Busfahrer Yannick, danke schön für deinen Sub. Willkommen. Busfahrer Yannick. Bei den Zerberster und Zerbersterinnen. Wow. Alter Schwede, das Kevin, war jetzt echt ein Schock. Verteilst du hier überall Redstone-Blöcke? Nein, Mann. Ich bin gerade... Warte mal. Kleiner Bastard, ey. Kevin? Warte. Oh, Junge. Kevin? Was denn? Was machst du denn so lange? Ich bin was am Farm. Ich wollte gleich Diamanten nochmal versuchen, eine Tour. Ich bin voll weit weg. Ich bin gar nicht mehr in deiner Nähe. Kannst die Zuschauer fragen. Ich bin durch den Nether gerannt, wie so ein Bekloppter gerade. Pass auf. Verteilst du generell in Craft Attack die ganze Zeit überall die Eisenblöcke? Redstone-Blöcke? Nein, warum soll ich die verteilen? Hier tauchen ständig welche auf. So, als würden die aus dem Boden wachsen. Hä? Ich habe bei mir unter der Plattform... Ohne Witz, ich habe damit echt nichts zu tun jetzt. Bei mir wirklich unter der Plattform waren, ich glaube, 7 oder 8 Redstone-Blöcke vergraben. Damit habe ich echt nichts zu tun jetzt. Diamanten! Danke, Torben, für deine Spende. Ich verteile echt keine Redstone-Blöcke. Hm, war sowas von, dafür bin ich viel zu geizig. Ja, aber was ich erzählen wollte, hier Mark Zuckerberg, ne? Der hat ja 50 Milliarden gespendet. Halt seine, theoretisch das, was er sonst an Steuern zahlen müsste, hat er halt gespendet, damit er nicht so viel Steuern zahlen muss. Es gibt etliche Leute, die sich so dermaßen darüber aufregen, dass er das gespendet hat, nur damit er keine Steuern bezahlen muss. Und ich mir denke, hä? Ob er jetzt Steuern bezahlt damit oder das Geld spendet? Wenn er Steuern bezahlt, dann wird das Geld für irgendwas ausgegeben, was dann vielleicht auch irgendwo mal sinnlos ist teilweise. Oder er spendet das Geld für einen guten Zweck, wovon... Ja, wenn hier in Deutschland wäre das teilweise auch, sag ich jetzt ganz offen, sinnvoller, das zu spenden. Direkt an eine Stiftung, wo das irgendwie an die Hartz-IV-Familien geht, so die wirklich richtig arm dran sind, weiß, wo die Kinder jetzt nichts dafür können und so. Ja. Obwohl eigentlich muss man sagen, Deutschland ist ja auch noch ein sehr reiches Land. Ja, das regt mir auch tierisch auf, dass sie alle beschweren. Wir haben es doch eigentlich ganz gut hier. Ja, das hier. Ist halt, das ist aber so, das ist immer so. Ihr müsst nicht auf der Straße leben. Sobald die Menschen einen Grund haben, mit dem Finger auf andere zu zeigen, machen die das. Ja. Ist einfach so. Das ist egal, was das ist. Ihr könnt alle zu Hause wohnen, ihr könnt zur Schule gehen. Viele kriegen Taschengeld. Irgendwo gibt es mal immer wieder, man kann sich irgendwo mal immer mal wieder was leisten, auch wenn es was nur was super, was ganz Kleines ist. Das könnt ihr alle, andere Kinder können das nicht. Die in Afrika, die leben draußen in der Wildnis. Die haben keine Klamotten. Die können sich kein Handy leisten. Da gibt's nicht mal Handynetz, glaube ich. Größtenteils. Hauptsache meckern. Flydex, Dankeschön für die Spende von 1 Euro. Vielen, vielen Dank. Und Erdbemi hat davor auch 1 Euro gespendet. Aber meistens stellen mich einfach die Leute, die die ganze Zeit so über Mark Zuckerberg und Co. beschweren, dass er keine Steuern zahlen will und deswegen das Geld spendet. Wo ich mir dann denke, die Leute beschweren sich, dass die Leute so viel Geld haben und damit nichts Gutes anstellen. Und wenn sie mal was Gutes anstellen, dann meckern sie auch wiederum. So einfach nur intelligent, was er gemacht hat. Ja. Das machen ja viele Firmen nicht anders. Die gehen ja auch hin und spenden dann am Ende des Jahres. Ich gebe beispielsweise das Geld hier von Dingens, von dem Megastream. Ich bin ja auch hingegangen, habe gesagt, ey, das ist dringlich. Das muss noch dieses Jahr, brauche ich die Spendenbescheinigung für das Geld. Ich habe umgerechnet, es wären knapp 900 Euro gewesen. Abzüglich Gebühren und Umsatzsteuer und Co. Und ich habe das jetzt hochgerechnet. Ich habe einfach hochgerundet auf 1000. Das heißt, ich habe selbst auch 250 Euro investiert. Also Kevin hat auch 250 Euro selbst mitgegeben, also von seinen Spenden. Und weiß ich nicht, das ist genau das Gleiche. Ich mache das auch noch dieses Jahr. Dass die 1000 Euro weg sind, damit ich auf die 1000 Euro keine Einkommensteuer zahlen muss. Oh Mann! Ne? Jawohl, ja! Raste richtig aus. Ja! So, realierte Laune! Terror Cookie. Bin jetzt auch endlich dabei, war vorhin. Mal gucken, noch wo ich jetzt rauskomme. Terror Cookie schreibt, sie war auch auf dem Weihnachtsmarkt. Danke für deine Spende, Terror Cookie. Was wollte ich dir jetzt erzählen? Als Beispiel, sonst muss ich ja halt Einkommensteuer auf die 1000 Euro zahlen. Und es ist ja als Beispiel, ich gehe ja nicht hin, zahle 1000 Euro Einkommensteuer, nur damit ich Steuern bezahlt habe, zahle Einkommensteuer drauf, hab dann noch 600 Euro davon oder so, als Beispiel, und zahle dann 400 Euro oben drauf, damit die 1000 Euro gespendet sind. Fuck, Alter. Das kann sein, Olli Boy, dass du gleich hier hinkommen musst und mir helfen musst. Wo bist du denn? Ich bin im Neta, durch den Neta ins Pack-Eis-Biom gegangen. Da seht ihr doch nicht, wo das ist.
Ja, ich habe mich jetzt verlaufen, wahrscheinlich. Weiß nicht, ob ich so schnell den Weg zurückfinde, Leute. Ich sag dir die Koordinaten. Ja, nee, das bringt mir nichts. Ich bin voll weit weg. Ich muss gucken, dass ich das Portal hier finde. Das geht schneller. Ja, das meine ich ja vom Nether. Ah, nee, ich habe das Portal vom Nether wieder gefunden. Okay, gut. 0200 ist auf jeden Fall vom Nether. Ja, das brauchst du mir ja nicht sagen. Das war was anderes. Egal, ist schon gut. Ich hab's wieder gefunden. Sehr schön. Nether brauchst du auch nur 00. Cookie, danke schön für die Spende. Boah, jetzt hatte ich echt Paranoia, dass ich das nicht mehr finde, Leute. Boah, das wäre jetzt echt miese Krise gewesen dann. Miese Krise. Stellst du den Nether noch fertig oder machst du das nur im Video? Das wollte ich nur über Videos machen. Achso. Ich finde das mit dem Ending so cool. Ich finde das toll. Ich bin die ganze Zeit überlegen, was ich jetzt noch mache, weil, weiß ich nicht, mir geht es irgendwie ein bisschen seltsam. Ich habe das Gefühl, dass ich mich so ein bisschen bei Kati angesteckt habe. Die hat so die Pest, würde ich sagen. Na, eigentlich nicht, aber ist halt die ganze Zeit am Husten. Nase ist dicht. Jetzt hat sie gerade, glaube ich, Fieber ja, oder so. Guten Tag, Mensch. Sag doch Hallo hier, ey, ihr Lappen. Schreibt gerade einer. Nico, also ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter zusammen Hartz IV, aber es gibt Unterschiede zwischen Frauen, die alleinerziehend sind, wie meine Mutter. Sie macht alles, dass ich glücklich bin, arbeitet bei Freundinnen und so, damit ich mir zum Beispiel Schuhe und eine Jacke und so kaufen kann. Und ich finde es schade, dass viele Leute sagen, scheiße Harzer. Ja, das ist so, weiß ich nicht, das sind so... Es gibt ja Leute, Hauptsache, die Hartz IV kriegen, obwohl die nichts dafür können. Ja, es kommt drauf an. Was machst du denn, wenn dein Arbeitgeber dir plötzlich kündigt von einem auf den anderen Tag, ja, weil er Insolvenz geht oder so? Was dann willst du da machen? Und beantragt Hartz IV. Das ist, ja, ist halt so, das... Was anderes kannst du nicht machen, du musst ja irgendwo von leben und du kannst ja nicht hingehen, das geht ja nicht so, zack, neu, hast du einen Job. Viele Leute stellen sich das zu einfach vor, das sind die Leute, die der meist auch irgendwas haben. Ich verstehe, ich find's ja auch jetzt nicht schlimm in dem Sinne, wenn man sagt, scheiß Harzer, wenn da eine Person ist, die hingeht und jedes Mal, wenn sie ein Jobangebot kriegt, das versemmelt, nur damit sie weiter in die Beine hochlegen kann und Hartz IV TV und Co. gucken kann. Ist okay. Kann ich verstehen und das ist, finde ich auch nicht gut, aber ich gehe jetzt nicht hin und beleidige Leute, deswegen. Ja, aber das ist ja automatisch, aber das ist bei den Deutschen immer so, die packen immer alle, direkt alles in einen Sack so, weißt du? Das ist genauso jetzt wie mit dem Irak, mit dem IS und so ein Kram, ja? Nur weil da irgendeine Religion herkommt, die der Meinung sind, da einfach so sinnfrei Menschen zu töten, weil denen angeblich das befohlen wird von ihrem Gott, heißt das automatisch, alle in dem Land sind so, obwohl das gar nicht so stimmt. Ja. Das ist genauso, das ist immer so, ja. Ich weiß jetzt noch, wo das mit den Türken damals so schlimm war, wo jeder sich aufgeregt hat, immer die Türken, ne? Ich habe richtig viele nette türkische Freunde so. Nur weil ein paar Leute es gibt, die sich daneben benehmen. Hm? Kannst du schlafen oder in den Nether? Nein. Kann nur kurz disconnecten. Oder disconnecten. Damit ja, sag aufhört. Mir, sobald ich soll. Jetzt. Aber nur weil sich eine Person so benimmt, heißt das doch nicht, dass das ganze Volk so ist, weißt du? Ja, das ist. Ich habe letztens auf Facebook ein Video gesehen, das fand ich extrem geil. Das war, ich glaube, ein Tag oder so nach dem Anschlag. Und das ist, glaube ich, irgendjemand, der ist relativ bekannt auf Facebook. Der hat eine relativ größere Facebook-Seite. Und der hat irgendwie gefilmt. Und dann kam auf einmal irgend so ein typischer, spießiger Opi, sag ich mal. Und der kam hin zu ihm und hat ihm gesagt, ja, verpisst euch aus unserem Land, so bevor ihr uns hier auch noch alle tötet und so ein Scheiß. Und dann fing er an, ja, wegen eurem Pack hier sind die alle in Paris getötet worden, all so ein Scheiß. Und dann fing er an, sind Sie Deutscher? Dann hat er gesagt, ja, natürlich bin ich Deutscher. Dann hat er gesagt, ja, Sie haben alle Juden vergast. Er so, nee, hab ich nicht. Ja doch, Sie sind doch Deutscher, also müssen Sie das ja auch gemacht haben. Ja, das ist nämlich. Das ist schon die Deutschen, ganz cool. Wenn sowas nämlich kommt hier, dass die Deutschen dann so als Nazis und so beschimpft werden, regen sich alle Deutschen auf darüber. Dann sagen die sofort, ja, was können wir denn dafür, dass das früher passiert ist und so. Ja, ja, was kann man denn dafür, wenn einer aus seinem Land sich daneben benimmt? Dann heißt das doch nicht automatisch, dass jeder so ist, ne? Und das ist diese typisch deutsche Mentalität. Das ist wirklich so. Die Deutschen, die gönnen niemandem was, aber die wollen auch nicht einstecken selber so, weißt du? Es müssen ziemlich viele Leute mal einen Stock aus dem Arsch nehmen. Alleine dieses mit dem ganzen Nazi-Gedöns. Die Völker, wenn es dir stört, geh. Ich find's ja auch sinnvoll, wenn jemand die ganze Zeit auf die Straße rennt, dass da keiner hinrennt, die ganze Zeit auf die Straße und die ganze Zeit Nazi ruft und Heil Hitler und all so ein Scheiß. Bin ich kacke. Gehört sich nicht, sollte nicht. Kann ich auch völlig verstehen. Aber so als Beispiel... Es dürfen in Spielen keine Hakenkreuze sein. Du, als Beispiel, ich will mit Dalukat, wir wollen ultra gerne COD5 World at War Zombies spielen, weil das einfach noch ultra geil ist, man halt es noch Custom Maps und Co. gibt. Da haben wir mega Bock drauf, nur wir können es nicht, weil wir es nicht auf YouTube hochladen dürfen, weil die Zombies
Hakenkreuze auf den Arm haben. Dürfen wir nicht machen, dann können wir eine Abmahnung kriegen. Also werden wir nicht gestrikt oder so. Das nicht, also das wäre das Schönste, wenn wir einfach nur einen Strike kriegen. Sondern wir können da richtig abgemahnt werden von der Polizei und Anwalt, Gedöns hier, Staat, Gedöns hier, ich weiß gar nicht, was ich... welches genau. Aber wir können halt richtig abgemahnt werden und Strafe zahlen, was weiß ich nicht alles. Und das ist halt das Problem. Und das geht mir halt ziemlich auf den Zeiger. Das finde ich kacke, weil, weiß ich nicht, so hinzugehen und alles verleugnen, finde ich viel schlimmer, als offen damit vernünftig umzugehen. Ja, ich bin Deutscher. Ich finde das total unnötig. Alter, ich habe jetzt gerade angefangen, ich habe in 5 Minuten 30 Diamanten gemacht. Wie? Ja, ernsthaft, frag die Zuschauer. 5 Minuten jetzt, das geht ja, richtig schnell. Ja, wie denn? Was machst du denn? Einfach buddeln. Wie buddelst du? Einfach buddeln. Machst du Strip-Mining? Nö, ich mach einfach einen Gang auf Ebene 11. Ich buddel einfach geradeaus die ganze Zeit. Stupide geradeaus. Ja, aber du kannst schnell graben, ne? Du gräbst relativ schnell, oder? Ja, deine Spitzhacke ist auch schnell. Ja, die habe ich bis jetzt noch nicht benutzt. Das teste ich gleich mal aus.